Warte mal. Verseuch. Wie kriege ich denn eine Verseuchung weg, Alter? Bei einem Fluch. Mach das jetzt mal so. Wie kriege ich denn eine Verseuchung weg? Alter. Ich will das auch auf Kommando können. Verseucht eine Vergiftung? Alter. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Frage. Also dann über Zeit, Abblendung ist klar, Entwirrung, Verwirrungseffekten. Ich hoffe das jetzt einfach mal. Ah, okay. Wow, wir dürfen auch mal wieder. Das sieht jährlich. Mal den da. Here you are. Mach hier mal den da. Alter, was der halt Schaden macht, ne? Alter, was kann der sich noch alles hochbuffen? Alter, man kann es auch echt übertreiben, oder? Ich bin halt nur am Gegenwirken. Das hat schon wieder keinen Daumen mehr. Ich merke das schon. Ich bin halt nur am Gegenwirken. Ich komme nicht zum Schaden machen.
Ich muss heilen. My thanks. Könnte ich vielleicht mal mein Bodo wieder haben? So, wir haben gerade die Aufstellung. Need some help. So. Ne, sie macht jetzt erstmal den da. So, warte mal. Ja, toll, der ist ja tot. So, wir haben sie. Dann entgiften wir erstmal Bodo. So, Bodo darf noch nicht. Alter. Hey, er ist schon mal gelb. Alter, fick dich einfach. Natürlich, ich brauche erstmal 10 Versuche. Okay. Und das war's. Alle drei, die wiederbeleben können, sind tot. You have my sword. Zählt wohl nicht als Drache. Komm, hau zu und hau sie um. We have to do something. Huh?
lässt uns endlich zu. Das kann es halt einfach, ey. Die sind gegen alle immun. Das kann es halt echt nicht sein. Der Oberknaller, wenn ich jetzt nochmal die erste die Phase 1 töten muss, dann ist vorbei. Uhr. Das sieht sich tatsächlich genauso nach aus. Das waren jetzt 20.13 Uhr, das waren jetzt über 2 Stunden und dann bam back. Letztes Tagebuch, Tempel der Tücke. Das Problem ist, die Nebenquests, die sind so beschissen, dass du die Hälfte davon nicht machen kannst, weil du machst genau das, Haller. Du machst genau das, was steht, du bist genau an dem Ort, aber es zählt nicht. Das heißt, es sind auch nur irgendwelche Rätsel, wo du 1000 Jahre für brauchst. Das Ding ist halt hier jetzt. Letzter besuchter Ort. Antiquia, ist klar. Tagebucheintrag, finstere Festung, Tempel der Tücke. Automatischer Speicherpunkt, 20.13 Uhr. Alter, warum speichert der das dazwischen nicht? Wann ich zuletzt selber gespeichert habe, das weiß ich. Das war, bevor ich rein bin. Zum zweiten Mal. Das ist hier halt einfach vom letzten besuchten Ort Antiquia. Das ist halt einfach wow. Ich hab keine Ahnung. Skillungen sind wohl auch nicht so gut. Hallöchen, Jindri, hast du erstmal. Es kann es nicht sein, dass man den, dass ich wirklich jetzt 10 Stunden, 12 Stunden grinden muss. Ja, das kann es nicht sein. Wenn das der Fall sein sollte, dann gibt es bei diesem Spiel einen Abbruch. Weil dann sage ich, nee, das kann es echt nicht sein. Was heißt hier, du machst wenig Schaden? Ich kann ja noch nicht mal abwehren, was hier reinkommt. Ich brauche 3 Chars, um gegen zu healen. Das kann es echt nicht sein. Ja, wenn es so nicht funktioniert, sage ich ganz ehrlich, wenn es so nicht funktioniert, dass sie es nicht hinkriegen und sagen, okay, egal was du skillst, ja, in deinem Baum, weil dazu habe ich ihn, um mich zu entscheiden, wenn das dann so derbe drauf ankommt, dann müssen sie den geraden Weg gehen. Ich habe schon mit das beste Equip, was ich bauen kann. Ja, und kaufen sehe ich nicht ein, wenn ich Baupläne finde, sehe ich kaufen nicht ein. Zumal es mittlerweile sowieso ist, ja, wo gibt es denn das beste Equip?
Aber egal, was ich hier jetzt auswähle, es ist wohl so, die letzten zwei, ein Viertelstunden sind für den Arsch. Sehe ich das? Chindreaste, du kennst es ja. Hast es ja schon ein paar Mal durchgespielt. Gehe ich davon aus. Ich bin jetzt gestorben, das heißt, ich muss komplett von vorne anfangen, oder? Hallo, Jackpack. Willkommen im Rage. Dragon Quest ist ein Scheißspiel an dieser Stelle. Ich war ein paar Level höher und hatte keinen Witz komplett die Automatik kämpfen lassen bei dem Kampf. Deinstallieren? Noch gebe ich nicht auf. Noch bin ich nur im Rage-Mode. Aber gerade ist echt uff. Also ich bin gerade echt nicht sauer. Vor allem, dass man da keinen Zwischenspeicherstand einbaut. Bei einem Fight, der über eine Stunde geht. Also wenn ich von dem Stand jetzt ausgehe, gehe ich tatsächlich davon aus, der erste Kampf hat eineinhalb Stunden gedauert. Aber ich gehe richtig in der Annahme davon, oder Chindria, so dass ich jetzt komplett nochmal machen muss. Oder weißt du das nicht? Ein komplett NPCs wissen? Der dauert normal auch nur 10 Minuten oder so. Ah. Wie gesagt, ist mein erstes Dragon Quest. Unterm Strich würde ich sagen, es ist scheißegal, was ich hiervon nehme. Die letzten 2,5 Stunden oder so sind für den Arsch. Ich finde, das hier hat auch echt scheiße erklärt. Also entweder bin nur ich so dämlich und verstehe das nicht, oder das sag ich auch. Vom letzten Tagebucheintrag. Letzter Abenteuertagebuch. Finstere Festung, Tempel der Tücke. Warum schreiben Sie da kein Datum und Uhrzeit hin? Sondern nur beim Automatischen. Mach ein paar Level mit Metallschleim. So. Letzter Tagebucheintrag kostet Geld. Letzter besuchter Ort kostet die Hälfte meiner Kohle. Im automatischen Speicherpunkt, der kostet mich nichts. Letzten besuchten Ort Antiquia, das ist ja noch vorher. Das ist vor dem da. Der letzte Tagebucheintrag müsste kurz nach dem da sein. So, vom automatischen Speicherpunkt. Denke, der automatische ist immer. Ich bin auch gerade, tendiere auch gerade dazu, aber wie mich das Spiel schon so oft verarscht hat. Ach, was soll's, ich nehme den da.
Und dein Geld werden auf ihre Werte zum Zeitpunkt des automatischen Speicherns zurückgesetzt. Ja, vor 2,5 Stunden halt. Die Gruppe kehrt zur finsteren Festung zurück. Wir sind wieder hier. Komplett alles nochmal. Also hier wäre es unterm Strich, hätte ich jetzt als kleiner Nebeninfo, hätte ich jetzt vom letzten Tagebucheintrag wählen genommen, hätte ich die Hälfte der Kohle, wäre ich losgeworden. Ich würde hier stehen. Alter, das Spiel ist doch so zum Fucken, ey. Aber gut. Werden wir hier jetzt ein kleines Päuschen machen? Dann werde ich schauen, dass ich jetzt etwas runterkomme, weil ich bin nämlich gerade mehr als auf 180. Und mache was ganz Einfaches. Es gibt eine kurze Pause. Werde dabei auch die Toilette aufsuchen und danach werde ich entscheiden, ob ich hier abbreche oder ob wir danach weiterspielen. Hoffe, wir sehen uns gleich wieder. In diesem Sinne, bis gleich.